jetzt gedacht, ich mache jetzt mal ein kleines Schminkvideo, weil ich mich jetzt fertig mache und ins Kaufland fahren werde, ein paar Kleinigkeiten zu holen. Das erste ist, ich creme mich etwas ein. Weil ich immer sehr trockene Haut habe. Als nächstes nehme ich einen Concealer. Ich immer arg Augenringe ab, finde ich, das Ganze zu vertuschen. Dann arbeite ich das auch mal mit klopfenden Bewegungen ein. Nase auch gleich mit bearbeiten, weil die ein bisschen rot ist. Also wirklich gut anarbeiten, weil wenn es nicht richtig gut verteilt ist, setze ich das in diese Fältchen hier ab. So. Als nächstes werde ich diese Palette verwenden für Lidschatten. Und da werde ich in diesen Ton gehen hier. Ich habe doch eine Lidschattenbase. Verarbeite ich im ganzen Auge. Also das ist dafür da, da hält der Lidschatten besser. Ihr kennt es ja sicherlich auch, wenn ihr da kein Lidschattenbase auftragt, dass das dann nicht so gut hält. So, das lasse ich mal ein und das nächste auch.
Und das Ganze lasse ich ebenfalls kurz einwirken. Ich nehme die von Essence. Mir reicht die. Ihr könnt ja in den Kommentaren reinschreiben, was ihr so Erfahrungen mit die Schattenbase habt, welche euch am besten gefällt. Die Feinarbeiten nochmal machen hier. Entschuldigung, ihr Lieben, ich bin noch erkältet. Also wie gesagt, ich werde jetzt diesen Ton hier nehmen. Ja, dann wollen wir jetzt auch mal anfangen. So. Nun nehme ich einen grünen Kanal. Ihr könnt mir ja in den Kommentaren reinschreiben, ob mir die Farbe steht oder nicht. Also ich finde, mir steht sie. Aber könnt ihr gerne, wie gesagt, in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das seht. So, das war's jetzt mit dem Kanal. Als nächstes nehme ich Wimperntusche. Natürlich meine absolute Lieblingsmarke Essence. Ihr könnt ja eure Erfahrung mit Essence
in den Kommentaren reinschreiben. Und da könnt ihr auch sehen, also ich finde, er macht keinen schlechten, also wie soll ich das jetzt beschreiben, also ich finde schon, dass der gute Wimpern macht, der Mascara. So. Dann nehme ich noch ein bisschen von Highlighter. So, dann wäre ich jetzt soweit fertig und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.